Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator zusammen mit der Miri und der Balui. Ich bin Balui. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ist bei euch auch Geld vom Konto runtergegangen? Nein. Ich habe gerade 3000 verloren. Nein. Wahrscheinlich für diese ganzen Leihgeräte. Cool, ich will noch ein Leihgerät. Würdest du bitte mal das Leihgerät für Mais zurückgeben? Nö. Katze. Aber wenn wir doch mal Mais haben. Ja, aber dann brauchen wir es doch nicht jetzt schon bezahlen. Du meinst, die Heuballenmaschine sollen wir auch wegtun? Ja, nee, Miri hat ja wieder Stroh angepflanzt. Nee, Heu. Miri hat ja wieder Heu angepflanzt, da kann man auch Stroh rausmachen. Nee, Stroh. Hä? Ich finde das nicht lustig, dass ich hier die ganze Zeit diese Gebühren zahlen muss. Ich finde das, zum Schießen, also. Ich habe meine 1000 noch. Das ist mein Geld. Ich gehe mir damit eine Kuh kaufen. Ja, mach mal. Guck mal, ist denn im Shop unter P überhaupt, kann man einfach eine Kuh kaufen? Unter nee, P wahrscheinlich musst, nicht, eher unter du T. Du musst wohin fahren mit dem Tieranhänger. Nee, die liefern das auch. Die liefern die, ja. Okay, P. Das nennt man aber Burger King, die das liefern. die sind dann schon verarbeitet. Auf jeden Fall zu 90%. Kuh. Autos. Ich kaufe mir ein neues Auto. Nein! Ja, für 1000. Ich will sehen, was du für ein Auto für 1000 kriegst. Oh cool, ein Lizard. Ja, ein Revi? Ja. Was, ein Lizard? Ist ein Revi? Ein Lizardman. Für 36.000. Okay. Ach! Wie schnell kann der denn? Auch nicht schneller als der, den wir jetzt haben. Aber er hat 140 PS statt nur 100. Hat der Spanngurte? Ich glaube, der hat nicht. Das ist kein Pickup. Das ist nur ein Auto. Hast du jetzt eine Kuh gefunden? Hier gibt's keine Tiere. Das ist also nicht richtig. Also eine Katze haben wir Minimum. Wie wär's mit einem Striegel? Damit kannst du die Pflanzen putzen. Das ist richtig. Stopp! Katze! Was denn? Katze, komm in Anhänger. Ja, mein ja, Ding ist voll. Das Ding durchfahren. Jetzt bring! So darüber fahren. Mit deinem kleinen Traktor kannst du kommen. Oh. Es ist nichts im Sonderangebot. Hast du eine Kuh gefunden? Wie schnell? Sonderangebote, wie cool. Oh, gar nichts. Fies. Kategorien. Shop. Es gibt keine Tiere. Ich glaube nicht, dass man sich Tiere liefern lassen kann. Doch, steht dabei. Wo? Wenn du die Hilfe öffnest. Nee. Nee. Ich lese auch keine Anleitung zu Geräten. Aber ich glaube, man muss irgendwo hin, um diese Tiere entweder zu kaufen. Entweder es funktioniert oder ich werfe es weg. Kannst du Marken sortieren? Oh nein, ich brauch bitte neue Saat. Oh nein, ist alles leer. Fies. Warte, Katze muss erst eben hier mein Saat aufnehmen. Ich? Katze. Blaudi? Das war nie im Leben alles. Ich denke, ich wusste nicht, dass das Rohr noch rausgefahren ist. Entschuldigung. Ich fahr so ran, es fängt an auszuschütten. 0%. 72 Einheiten. Mein Name ist Balu, ich mach jetzt alle aus. Du kannst den Anhänger einfach da vorne hinstellen, den will schon keiner klauen. Mein Meer ist voll. Ich brauche auch neuen Dünger, den müsste man mir auch reinfüllen. Das muss Katte mit seinem Rotzetrecker machen. Der Supertrecker. Ja. Das sind wieder 3400, oder? Ja, diesmal ist es aber ranfahren. Aber fahr nicht weg, stell den Anhänger einfach da vorne hin, da passt ja noch mehr rein. Ich stehe hier und warte. Okay, dankeschön. Weiter, man. Geld verdienen. Ding, 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 ich habe gesagt, lass ihn da vorne stehen. Was macht Katze? Fährt damit sonst wohin? Ja, ich fahre zu meinem Gewicht zurück und stelle ihn wieder da ab, wo er war. Hier war er nämlich. Zu meinem Gewicht zurück. Nimm doch noch ein Zimmer mit deinem Gewicht. Geht nicht. Echt hallo, schwer, das mein kleines Gewicht. Wie geht es dir? Also oh, erstmal bei mir aber ist heute gar nichts auch. Kleingewicht. Ja, och, du hast dich aber hübsch gemacht. Du bist aber, hast du schon mal drüber nachgedacht, abzunehmen? Das Gewicht. Du siehst heute aber schön aus. Was ich dir damit eigentlich sagen will ist, du bist fett, solltest du abnehmen? Oder wie kommt das jetzt in den Kontext? Ja, nee, das war eigentlich du schon wieder ein neuer Wortspiel. Aber das hast du schon mal dran gedacht, abzunehmen? Das ist gut. Mach ich bei der nächsten Familienfeier, wenn ich meine Mutter sehe. Ma, sie sieht schön aus. Und, nimmst du ab? Fies. Also meine Mutter hat wieder eine ihrer Backkünste zum Besten gegeben und hat Windbeutel gebacken. Die waren aber eher Windfladen.
Okay. Das musst du verstehen. Das ist meine Mutter, die backt eigentlich immer recht leckere Sachen. Nur leider sehen die immer aus wie... als wenn du einmal mit einem Hammer genommen hättest und draufgehauen hättest. Muss ich ein Stück nach vorne fahren? Ja, das ist, ich kenne das. Meine Schwester, die kann echt gut backen. Das Problem ist, das Zeug sieht aus wie Kohlebrickets. Ja. Schmeckt voll lecker. Und jetzt hat es halt geschafft. Einfach. Ich weiß nicht wie. Also normalerweise werden Windbeutel ja groß und hoch. Ja, fluffig. Das heißt, wenn der Teig halt... Wenn ja, nicht, aber ihre sind platt geblieben wie Kekse. Ich brauche noch Dünger. Weiß, da bin ich jetzt gerade dran. Okay. Hier mache ich kurz das Schaufeln. Gibst du mir bitte nicht meinen Dünger? Nein, keinen anderen Dünger haben. Nee, muss ich selber kaufen. Das ist hellig. Ist wieder ein Witz hier. Nein. Das Was Gewicht denn? Bleibt jetzt da. Und ich will das da wieder haben. Aua. Ich hole mir das, ich glaube jetzt das Gewicht eben. Ich um mein Gewicht. Ich glaube, das kann nur Katze seinen Schrotttrecker nehmen. Das ist nämlich der Einzige, der so ein Schrottding braucht. Ich brauche das auch. Nein, du kannst es gar nicht an dir dran machen. Doch. Kannst ein bisschen Gewicht heben. Dieses blaue Zeug ist das, was du brauchst, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, also das, was blau ist. Das, was aber irgendwie nichts gebracht hat beim Raps. Weil es anscheinend nicht richtiger Dünger war, sondern eher Sprühmittel. Ich weiß nicht, auch nicht. Keine Ahnung. Ich brauche mein Gewicht jetzt wieder. Und du könntest kurz hier vorfahren, damit ich nicht so weit damit fahren muss. Okay. Ups. Die andere Seite einfach kurz. Trecker fahren. Die Ballenpresse, die müssen wir nicht wieder abgeben, ne? Doch, irgendwann schon. Würdest aber du bitte dieses Maisdingsbums wegbringen? Wir brauchen es halt einfach nicht. Wir brauchen die Spritze auch nicht. Doch. Doch. Nee, halt, stopp. Ja, na gut, sie Blaue funktioniert Linie. Ja nicht. Ja, ja. Dann bringen wir halt beides zurück. Weder die Spritze noch das Maisdingsbums-Werkzeug brauchen wir. Ja. Was wollen wir denn hier unten auf dem Rapsfeld wieder anbauen, Miri? 9 Raps? Wir brauchen noch Gras. Ja, aber du hast ja gesagt, du willst kein Gras anpflanzen. Aber zum Gras, da musst du ja auch musst du das ernten, da musst du es wenden und so weiter. Das ist halt nicht so ohne, ne? Damit es heu raus wird. Oh. Ich muss das aufrichten gerade, weil das liegt falsch. Und ich will unbedingt das haben, weil das angebrochen ist. Okay. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Nein, wir nehmen nichts Neues. Ja, sorry. Es ist doch sowas von Jacken wie Hose. Jetzt, das ja, dann ist echt, du. Das ist nur so schwäbische das Sache. Das ne? Nein, das oh. Ja, easy. War aber genauso geplant. Ich glaube auch. Der Schwabe. Ich mache jetzt noch die Geräusche dazu. So, mit Maus mal Öl kann man ran und rauszoomen. Warum wusste ich das noch nicht? Womit? Mit dem Mausrad. Dreh mal nach vorne. Oh, cool. Oh wow, kann ich weit rauszoomen. Auf Wiedersehen. Ich zoome jetzt raus. Ich bin da mal weg. Wie nah kann ich ran? Ja, ein Standard ist immer der Standard gewesen, yo. Okay, wieder was gelernt. Trecker, 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 so nah genug ranfahre, dass das funktioniert. Das läuft von allein da rein. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Irgendwie sind die Schläuche, das sind WLAN-Schläuche. Ich muss da kurz einmal außen rumfahren. Wenn das der richtige Dünger ist. Wenn nicht, kann es sein, dass wir den inneren Dünger kurz nehmen müssen. Wahrscheinlich ist das nämlich kein Dünger, sondern nur ein Spritzmittel. Weil sonst würde es ja bei mir als Dünger funktioniert haben. Das hat es ja nicht getan. Aber es waren keine Schädlinge dran, oder? Nee. Ist nicht das Richtige. Scheiße, siehst du, es war nämlich kein Dünger. Da brauchen wir wohl die Spritzmaschine, brauchen nur das richtige Zeug. Kacke. Hä, aber die Spritzmaschine hat das ja gefasst, weil die Spritzmaschine auch nicht für Dünger da ist. Du hast ja ein Glyphosat verbreitendes Gedöns gekauft und du hast dich am Ende. Hey, jetzt fang nicht mit Glyphosat an hier, ja? Dann kommt mir nicht auf den Felder. Dann kommt mir nicht auf den Felder, aber kauft eine Spritze. Das ist aber keine Glyphosat-Spritze, das ist irgendwas anderes. Ach. Nee, das sind gute Chemikalien. Gegen Marienkäfer. Ja, das ist ein... Nein, das Anti-Marienkäfer-Spritze. Nein, Marienkäfer sind süß. Anti-Marienkäfer. Hast du schon mal gegessen? Die sind eher salzig. Gut so. Naja, wissen. Das Problem ist, wenn du die am Finger hast, kotzen die meistens immer oder kacken die am Finger oder so. Ja, das ist dasselbe Problem. Das gelbe Zeug, gelbes Zeug, ich mag Blumen. Sonnenblumen sind schön. Kannst du den Raps reinlegen. So, hier. Raps ist nur leider braun geworden. Ich bin schon weitergefahren. Bitte schön.
La 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 la. Ich bin voll, danke schön. Ich hätte gern einen größeren Meer. Also das Ding will ich nicht mehr haben. So, hier, nimm's mit. Das kriegst du jetzt. Komm hier. Wie viel ist da noch drin? 24, danke. Jetzt. So, da, deins. Tschüss. Okay, ich nehm's mit, danke schön. Nein. 24. Da ist halt 24 Einheiten von 1400 oder so noch drin. Fies. Gib's mir rein, aber ich glaube, da muss ich eigentlich mal tanken. Das siehst du unten rechts. Wie viele Liter? Ja, aber wo tanke ich? An der Tankstelle, die aber so an der Tank. Ist. Wow. Ich wollte wissen, wo die Tankstelle ist. Der ist auf dem Weg, wenn du... Aha. Ja, da waren wir schon. Also Richtung den... Wo sind wir hingefahren? Ach, da, zu der Ballenpresse da. Wo ich mein Auto putzen wollte, ja. Ja. Ja, das war die Tankstelle. Leider war das eine Autowerkstatt und keine, aber ist okay. Ja, fast. Ich hätte gerne ein Lenkrad. Ich glaube, ich kaufe mir echt ein Lenkrad einfach für Farming Simulator. Und den ganzen Tag so Trecker fahren kann. Trecker. Man nicht das von der Wii benutzen oder von der Switch? Ja, aber haben wir ein Lenkrad für die Switch? Natürlich. Du hast welche gekauft und wir haben es nie benutzt. Ja, aber das sind nur, da kannst du die Controller reinlegen. Und vor allem hast du zwei gekauft. Leider ist immer ein Doppelpack. Ja, jetzt habe ich vier. Jetzt sind immer zwei mit drin. Jetzt haben wir vier Lenkräder, die keiner benutzt. Kann die Katze geben. Oder dein Bruder. Vielleicht möchte einer von den Zuschauern ein Lenkrad für die Switch. Wir verlosen die jetzt. Wer möchte ein paar Lenkräder für die Switch? Ja, Miri kümmert sich um den Versand. Okay. Was müssen die Leute in die Kommentare schreiben, wenn sie das wollen? Bei Balui und Miri übrigens, bevor jetzt bei mir jemand okay, habt ihr irgendwas Dummes, was die Leute in die Kommentare schreiben müssen? Irgendwas, worauf sie antworten sollen? Ihr findet unten in der Beschreibung bei Balui findet ihr jetzt einen Gleam-Link. Da müsst ihr die Sachen erfüllen, nein, dann wird das gelost. Nein. Da steht auch alles Wichtige noch zu drin. Ihr müsst mir 100 Euro spenden, dann könnt ihr spielen. Wir machen das über Gleam-Link, Leute. Das ist in der Beschreibung. Was ist denn ein Gleam-Link? Ein Gleam-Link? Ja, das ist unten bei Balui in der Beschreibung. Das ist ein Gleam-Link. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hört sich illegal an. Das klingt auch nicht so, als wenn das besonders seriös wäre. Das klingt überhaupt nicht seriös, gell? Aber über Kommentare, Gewinnspiele auslosen, seriös? Besser als Gambling, mein Freund. Das ist wohl richtig. Obwohl die Leute beim Gamble-Video meistens in den Kommentaren ihre Skins verlosen, was interessant ist, was uns wieder zum ursprünglichen Problem bringt. Ganz toll. Der Kreis schließt. Oh, wo ist... Nein, ich will nicht. Was ist los? Ich will nicht Katze seinen Kacktrecker fahren. Warum? Ich bring das Zeug weg. Nein, ich mach das jetzt auch mal. Nein, du machst jetzt den Gruber. Nein, ich fahr nicht jetzt weiter um meinen... Nein. Du kannst den Anhänger nicht dran machen, solange das Gewicht dran ist. Und außerdem solltest du auch nicht unbedingt die ganze Zeit mit der Gabel rumfahren. Also einmal G drücken und die Gabel auf den Boden senken und ablegen. Habe ich alles schon längst gemacht, weil ich bin blöd. Hast du nicht. Du hast immer noch den Aufsatz drauf, das Baumgemüse. Ich weiß nicht, wie ich das Ding loswerde. Nach unten fahren, G drücken, Q drücken. Weg damit. Fertig. Danke. Kein Problem. Willst du nicht mit deinem Mini-Kacktrecker hier da in den Gruber ziehen? Ob der den Gruber ziehen kann? Ja, komm. Nein, du willst nur meine Saat wegbringen. Nein, ich hab dir den Trecker extra abgehängt. Okay, hier. Danke. Oh, ich hab wieder mal einen richtig vernünftigen Trecker, der auch was kann. Ich kann die Leuchte anmachen. Ich auch, aber dann würde meine Aufnahme... Ne, warte, Position 1 ist nicht Aufnahme stoppen. Nein, aber mein Mikrofon mutet sich. Sound muted. Mist. Ja, gut. Deswegen liegt mein Mute-Knopf auf der Maus. Ja, toll. Aber dann würde ich ja andauernd mich muten. Nee, wenn du die Sondertaste nimmst, nicht. Linke oder rechte Maustaste? Das wäre lustig, Morsecode. So. Gerade im Shooter so. Ich bin gerade... ja, in Minecraft, stell dir mal vor, mit jedem Mal Platzieren von einem Block hast du wieder entmutet. Rechtsklick, linksklick. Immer steht ein Katzes Werkzeug da überall. Ey, weg damit. So. Wer bringt denn im Moment am meisten Kohle dafür? Preise. Stripperin. Cool. Raps. Hä, wir können doch... Ah, nee, das ist nicht Öl, das ist 0L. Raps. Das ist nur L, da fehlt ein Öl. Oh, guck mal hier, die Bäckerei gibt für Raps gerade 1400 und es steigt. Wow, was? Gestern war es noch bei 1000? Ja, ne? Nee, ich war schon immer ein bisschen mehr, aber... Nee. Übelst. Vielleicht sollten wir so Sachen einfach einlagern, damit wir einen guten Kurs haben, wenn wir die Sachen nicht gut verkauft kriegen.
Hält jemand die Preise im Kopf? Solltest du vielleicht mal die unnötigen Sachen, die wir gemietet haben, zurückgeben, sonst kostet das so viel. Du wolltest das tun! Zum Beispiel hier das Maisding, das du gekauft hast, ist halt echt unverantwortlich. Ja, ich verstehe auch nicht, warum du das geholt hast, ehrlich gesagt. Ich? Leute, Scheiße. Das ist halt echt hart. Das hätte man schon echt wissen müssen eigentlich. Ohne Scheiß. Ich kaufe mir jetzt eine Kuh. Nein, Fies. Wie nennst du sie? Kuhlinde? Günther. Bei mir heißt alles immer Günther. Nenne sie stumm, weil es ein stummes Kuh ist. Cool, wenn wir jetzt im Hintergrund gerade Grillen surfen vom Spiel her. Mann, ey. Das ist einfach so nervig mit dem Kerl. Ich würde gerne eine Katze abgeben und ich meine nicht Castiel. Oh, Capador. Castiel. Capador. Castiel. Capador. Castiel. Capador. Castiel. Capador. Halt die Klappe. Capador. Ihr wisst, dass wir bisher noch keinen Cent Gewinn gemacht haben, ne? Wir das haben mit 25.000 angefangen. Und was haben wir jetzt? 14.000. Ach, guck mal. Aber wir haben ein paar Maschinen und wissen langsam aber sicher, dass wir das Spiel nicht beherrschen. Ja, voll gut. Positiv. Die Infos hatten wir vorher nicht. Oh Mann, ey. Aber Gras haben wir doch schon. Das wächst doch hier überall auf den... Ja, kann aber man das einfach mähen? Qualitätsgras. Das ist das Problem. Qualitätsgras. Die wollen Qualitätsgras für die Schafe. Wie kann ich denn... Wie bekomme ich denn das Gras? Eventuell blockiere ich die Straße und habe eine Kolonne hinter mir. Oh, das will ich sehen. Tut mir leid, sind drei Autos. Oh, da kommt der vierte. Auf dem Weg Richtung Shop. Und danach unten rechts zur Bäckerei. Ich komme zu dir. Hey, drängelt nicht so. Hör mal, auch ein Trecker hat Rechte. Was soll denn das hier? Eigentlich muss man rechte Rückspiegel und als Traktor regelmäßig rechts ranfahren. Nein. Nein, okay. Ich muss das nicht. Also du musst es nicht, aber... Ich fahre jetzt extra langsam, so wie ich das im Warenverkehr halt auch machen würde. Ich fahre einfach jetzt hier... Fahr doch einfach querfeld ein. 15. Wo bist du denn? Ach, beim Shop. Nein, lass sie nicht vorbei. Ich wollte das doch sehen. Fies. Ich lass sie auch nicht vorbei. Die rasten voll aus. Die fahren immer jetzt die Kolonne. Die geben Gas bremsen. Das ist so dämlich. Alui mobbt NPCs und beschwert sich darüber, dass es schwierig wäre, mit uns aufzunehmen. Guck mal da. Hallo Miri. Hui. Guck mal, wenn du jetzt schon mal hier bist. Guck mal, ob du deinem... Hast du gesehen, wie cool ich gedriftet bin? Ja, guck mal, ob du deinem Shop nicht Kühe kaufen kannst. Nein, du brauchst das. Es gibt extra so eine Kuhfarm. Ja, dann fahr da hin und guck, ob du da Kühe holen kannst. Was machst du mit den NPCs? Jetzt müsst ihr anhalten. Okay, ihr dürft weiterfahren. Kommen sie eh nicht weiter. In welchen Shop? Zu dem Kuhshop. Wo ist der denn? Bei... Ich kann keine Kühe ohne Tiertransporter kaufen. Du kannst sie kaufen, dass sie angeliefert werden. Nein. Doch. Aber wo? Bei dem... Ich hab das Gefühl, ich rede mit einer Wand. Wo ist der Shop? Da, wo die Heuballen noch abgegeben wurden. Das ist ein Kuh-Symbol. Ich hab keine Kuh-Symbol. Warum auch immer du diese blöden Symbole nicht hast? Hab ich sie ausgemacht? Katze, hast du die Symbole? Oh, ich hab die Symbole ausgemacht, okay. Oh. Ja, ich hab die Symbole, glaub. Oh. Siehst du dir jetzt das Kuh-Symbol? Willi, gut. Ja. Da, geh mal hin und guck mal, ob man da Kühe kaufen kann. Aber das ist unser... Nein, das ist nicht unser. Nein, das ist, glaube ich, nicht. Doch, das ist unsere Kuhweide da in der Mitte. Nicht in der Mitte. Da links gibt es was für Kühe. Nein, gibt es nicht. Da habe ich nichts. Da, wo Getreidespeicher 3 steht, da drunter ist ein Symbol. Ein Geldschein und da drüber ist so ein Overlay von einer Kuh. Siehst du? Overlay von einer Kuh. Viehhändler. Ja, das ist ein Viehhändler, aber... Ja, dann fahr doch dahin. Aber... Mach halt einfach und kauf dir eine Kuh. Ich hinterlasse eine Dreckspur hinter mir, wo ich langfahre. Ja, ich auch. Aber interessiert anscheinend keinen. Bisher haben wir keine Anzeige gekriegt, also was soll's. Kann man Anzeigen bekommen? Wird man dann verfolgt? Kriegt man dann Sterne? Oh, hier sind NPC-Leute, die hier rumrennen. So realistisch ist nicht, sonst hätten wir hier wie beim Truck Simulator, Euro Truck Simulator oder so Motor-Fehlfunktionen, wenn wir uns gegenseitig rammen. Das wäre super. Ding? Hättest du das nicht hast du jemals den Euro Truck Simulator gespielt? Nee. So gut. Boah, der Raps ist ich hab's auf 1438. Nie von A nach B. Ich bin immer gefahren, ganz konzentriert. 20 Kilometer, 30 Kilometer, 40 Kilometer, 50 Kilometer, 55, 56, 57, 58. Dann kommt die Ausfahrt zu dem Lieferort.
Und ich ras in die Leitplanke, hab eine Motorfehlfunktion, die Lieferung ist im Arsch. Oh. Und das Problem ist, das dauert wirklich lange. Also du fährst wirklich an 60 Dingen, fährst du fast eine Stunde. In Real Life Time. Hallo, kann ich hier Kühe kaufen? So, guten Tag. Tiermenü öffnen. Ja. Okay, kaufen wir jetzt eine Kuh. Was kostet die? 5.000. Hast du 5.000? Am Tag, oder? Nein, ich hab 1.000. Siehst du. So, ich muss erst mal lernen. Du brauchst aber mindestens zwei Kuh. Nein, eine reicht. Das ist voll die hässliche Kuh. Du bist du mal nicht so böse. Ich will lieber ein Schaf. Auskippen. Es gibt jetzt Geld im Übrigen. Guck mal eure Geldanzeige an. Ding, 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 ding. Ja, ich kann mir ein Schaf kaufen. Ja, 4.300, nice. Ich kaufe mir jetzt ein Schaf. Kriegt bei Louis niemals das Geld. Oder doch lieber eine Kuh. Aber ich habe nicht genug Geld für eine Kuh. Also kaufe ich ein Schaf. Willst du Geld für eine Kuh haben? Ja. Oh, ich werde es bereuen. Warte, ich muss ja mal gucken, wo das war. Da, Miri. Miri, bitteschön. Da, sei glücklich. Ich habe zwei Kühe gekauft. Ja. Und hast du sie auch anliefern lassen? Willst du wirklich zwei Tiere Kuh für 10.400? Ich würde nie eine Kuh für 10.000 Euro kaufen. Auf Kleinanzeigen gab es auch eine ganze Herde für den Preis. Ja, oder? Sind die vergoldet oder was? Was ist jetzt mit den Kühen? Wo sind die jetzt? Ja, du kannst jetzt sagen, sollen die anliefern. Ja, aber wie? Weiß nicht. Geh da beim Vierhändler, der muss das sagen da. Nein, hat er nicht. Oh, wo sind sie jetzt? Sind sie schon bei uns? Weiß ich nicht. Peace. Frag Katze, der ist doch zu Hause. Hallo. Haben wir schon Katzen auf der Weide? Haben wir Katzen auf der Weide? Ja, ich denke auch. Haben wir Katzen auf der Weide? Ich weiß es nicht, aber hier ist irgendwas, was mich angreift. Hä? Es macht mir Schaden. Ach nee, falsches Spiel. Ich greife dich. Nee, also ich sehe es nicht. Ich bin ja noch im Gruben. Weißt du? Oh, hey. Das ist ein Audio. Hallo, Audio. Na, 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 na. Hallo, ich bin eine Gruberkatze. Hans-Josef Gruber. Du blinkst. Ja, ich hab eine Signalleuchte. Ich kann das mit meinem Auto melden. Aber du kannst Spanngurte spannen. Ja, ja. Biegen. Super. Lü. Es tut mir übrigens, also es ist ein bisschen peinlich, dass mir das sehr leid tut, dass ich mit dem Traktor nicht hupen kann. Das, dein Trecker ist ein Scheiß-Trecker. Ah! Nee. Ah! Was ist los? Ah, ich fahr fast irgendwo gegen. Außer sind wir nicht in die Garage gefahren. Passiert euch das auch manchmal? Ja. Nein. Ich park regelmäßig Fahrzeuge ein, vor allem ohne Führerschein. Ja, cool. Sind wir etwas unfähig? Oh, da haben wir eine Kuh. Dude, meet, meet. Oh, wir haben zwei. Die eine ist weiß und die andere ist braun. Hallo. Braun. Hauptsache keine schwarze. Hallo, hier ist wieder Platz für Rassismus. Gruselig. Sie kaut. Ne. Und sie wackelt mit den Ohren. Und jetzt zeigt sie mir den Hintern. Ist die hochauflösend? Sie geht jetzt. Tschüss. Kannst du die streicheln? Das ist eine HD-Kuh. Warte mal. Eine HD-Kuh. Kannst du die lila anmalen? Mach die dann Schokolade. Das wäre cool. Die da hasst mich. Sie läuft ich hoffe, du kümmerst dich auch darum. Also jetzt musst du ja nächstes Wasser für die besorgen. Und wie? Weiß ich nicht. Sie laufen beide auf mich zu. Du könntest erstmal das Leihwerkzeug wegbringen. Wenn du sie auf Blut konditionierst, dann reicht's, wenn du ein Schaf dazu kaufst und sie das umbringen. Haben wir noch irgendwo Stroh? Nein, Katze hat alles verkauft. Nee, halt, stopp. Ich habe noch 4 Heuballen, Strohballen geparkt. Oh, okay. Nee, dann kannst du Wo das nehmen. Wo sind die denn? Dann kann ich die abholen. Ich das weiß wird ein bisschen schwierig, die abzuholen, wenn ich meinen... Ich hab grad, tut mir leid, ich hab grad meinen Dreck auf dem Feld, der das Ding aufheben kann. Oh, wo sind die denn? Am Haus, linke Hausseite, wenn du vorm Eingang stehst. Richtung Aber Hangar. Du weißt ja gar nicht, was du damit machen musst, oder doch? Doch. Wahrscheinlich nur das quadratische Ding da reinbringen, ne? Und die Kuh schmeißen. Ja, soll! Oh, das will ich will das nachher testen. Komme ich auf die Weide mit meinem Traktor? Willst du Kühe schubsen oder was? Nein, ich will wissen, ob ich eine Kuh auf den Stapler nehmen kann. Nein! Wenn die dadurch stirbt, die waren ne? voll teuer. Wenn du eine 5.000-Euro-Kuh tötest, dann töte ich dich. Aha, wir haben es auch Aufnahme. Polizei. 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 Also wenn Katze morgen dann nicht mehr da ist, dann wisst ihr Bescheid. Dann morgen einfach keine Videos hoch, außer das hier. Dann müssen die Leute was so. Warum haben wir noch so viel Saatgut hier auf dem Boden liegen? Weil wir uns so viel Saatgut gekauft haben, weil dieses scheiß Zuckerrohr, das wir angepflanzt haben, so extrem viel Saatgut gebraucht hat, dass ich dachte, dass die Maschine davon 50 Refills braucht.
weil das eine größere Maschine ist. Stellt sich raus, die Maschine, die Miri davor verwendet hat, die nur eine Grube immer machen kann währenddessen, verbraucht 95% mehr als die andere. Ja, cool, ne? Na, die Logik. Gell? Hallo, kleine Kuh. Ich versuche gerade Essen zu bringen, das ist aber gar nicht so leicht. Mein Traktor steht jetzt auf dem Heuballen. Ups. Hallo. Ja, ich zeig sie dir. Ich sehe sie schon. Ja, nachher gehst du falsch damit um. Nein, hallo. Du gehst falsch mit der Kuh um. Du darfst du musst nicht hallo sagen. Landen. Hallo, ich gehe von hinten an sie ran. Hier, hallo. Das ist nicht hallo. Richtig, die tritt aus. Hallo, bist du Gisela? Bist du Gisela oder Günther? Oder? Das ist Kuhlinde. Hallo, oh, ich kann hier reingehen. Hallo. Das ist keine Kuh. Hallo, da will ich treicheln, hallo. Was ist das? Das ist doch eine Kuh. Was macht sie denn vom Büro? Bei mir ist das hier eine Kuh, die läuft gerade auf mich zu. Bei mir, okay, ich zeig dir, wo meine Kühe sind. Okay. Hier ist eine Kuh. Die ist bei mir auch hier, eine braune. Hier die weiße Kuh. Nee, die weiße war bei mir da hinten. Ja, das ist die, und hier hinten ist die braune Kuh. Nee, meine braune ist hier vorne. Kuh. Gut, dass sie bei uns beiden unterschiedlich dargestellt wird. Aber Miri, die haben Hunger, ne, merkst du? Ah, guck mal, die haben mir lauter. Guck mal hier, die frisst das Gras. Die frisst die Erde, okay. Sie ist halt ein bisschen dumm, da kann man nichts machen. Wo hast du denn jetzt den Getreideballen? Ich zeig ihn dir. Ja, wir brauchen. Ich will ihn nicht sehen. Du sollst ihn dir geben. Ja, es ist etwas passiert mit dem Getreideballen ja, in meinem Pech. Traktor. Ich gehe aufs Feld wieder. Ich muss Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen, damit du mir noch sinnlösere Tiere kaufen kannst. Ich will nicht, dass du mal nur Quatsch. Haben die Krokodile? Cool. Ist das Zuckerrohr fertig? Warte mal. Nein, du solltest gucken, was mit meinem... Nein, ist es nicht. Aber es ist fast fertig. Richtig. Leute darf ernten, wenn es fertig ist. Du nervst. Nein. Du musst mich retten. Du musst meinen Traktor retten. Ja, nee, wir glauben, wir müssen die Folge leider beenden. Du musst meinen Traktor retten. Wird Miri gerettet werden? Das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Fahr einfach rückwärts. Was hast du gemacht? Was hast du mit Katzen schönen angeordneten Heuballen gemacht? Ich wollte den zu meinen Kühen bringen. Ja, und wie wolltest du das machen? Ich habe ihn geschubst. Katze hat einen Gabelstapler für sowas. Aber er war nicht da. Katze hat einen Schrotttrecker halt. Hörst du mal auf, meinen Trecker zu mobben? Er hat ganz doll Gefühle. Bitteschön. Dankeschön. Du musst jetzt halt hier, dann sonst zur Not nimmst du hier den Aufsatz hier vorne. Ich häng schon wieder auf dem Strohball. Ja, ein bisschen dumm anstellen gehört auch zum Leben dazu, ne? Oh, gut, dass du kein Mitarbeiter in meiner Firma bist, ey. Aus Versehen. Das sieht aus, als wenn du den, als wenn du, weiß ich nicht, was mit dem Heuballen machst. Legst du gerade ein Ei oder was? Ja. Fahr! Wow. Der Heuballen ist auch nicht dafür da, dass man ihn rollert. Aber und wenn du das rollerst, dann musst du langsam machen. Guck so wie ich, zärtlich. Du musst ihn zärtlich stupsen. Ja, stupst dich selber. Balui redet von Liebe von Heu. Auch schön. Balui sucht Heu. Ja, egal, ich lass sie jetzt hier stehen. Wir beenden jetzt hier die Folge. Also, ihr lieben Verrückten und sowieso. Und sowieso. Miri ist doof. Ich stehe mit einem Rad drauf. Das ist nicht mein Problem. Wir hoffen sehr, euch hat die Folge gefallen. Miri ist doof. Katze sowieso. Hey. Und ich habe ein Gewicht hinten dran. Pass du da auf, was du mit deinem komischen kleinen Scheißdrecker da laberst, gell? Nicht, dass hör mal, du hast den kleinen dreckigen Scheißdrecker. Nicht verwechseln mit meinem Trecker. Meiner macht deinen Drecker kaputt. Mein Drecker ist viel geiler als deiner. Ich schwöre bei Gott, ey, ich komm vorbei. Wir haben jetzt Kühe und jetzt ist die Welt in Ordnung, habe ich gehört. Also Miri, abmoderier mal bitte. Besser. Warum? Weil du anmoderiert hast. Das hab ich nicht. Naja, eigentlich habe ich anmoderiert. Okay, Katze. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Schaut auf jeden Fall noch bei Valui vorbei für sein Giveaway. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut mal. Lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dahin. Erstmal ciao. Tschüss.